sich. Ein Stück Stoff. Ist das? Achso, das sind nur diese Chips. Guten Tag. Stell dir das vor, Amerika. Sie haben bestimmt viel. Bist du? Naja. Worauf warten wir denn dann? Dann gehen wir, glaube ich, erstmal hier hin. Ist auch nochmal was? Ein Brief oder was? Ist das nicht ein hübscher? Lass bloß die Finger von ihm. Ich habe ihn zuerst gesehen. Kann ich schnell lesen. Das ist ja noch schlimmer. Du bist Franzose, oder? Ist das so offensichtlich? Seien Sie ehrlich, es war die Nase, nicht wahr? Oh, was ist denn mit dir? Was bist du denn hier so am Sie wissen, was man über große Nasen. Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen einen Ausgang finden, schnell! Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Die Linke war richtig Schrau, ne? Was heißt denn Schrau? Schrau ist hässlich. Ich finde das Wort aber toll. Bist du schon so weit, Süße? Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Alles klar. Schöne Geräuschkulisse hier. Hier lang, Schatz. Hier rein. Hey! Hey! Was hast du denn vor? Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Oh! Hallo! Toutes mes excuses, madame. Ich finde das immer so lustig, wenn man in Spielen einen Pillemann sieht. Weil ich denke mir dann einfach... Irgendwer muss das Ding ja modelliert haben. Und dann denke ich mir so, dann kommt irgendwie dein Chef rein und fragt, ja, wie weit bist du denn? Und dann bist du gerade da dran, sein Ding-Dong da zu formen und so, keine Ahnung. Das habe ich irgendwie jedes Mal dieses Bild im Kopf. Ich finde das lustig. Aber er hat seine Hand drüber, das ist schön. Vielleicht sollten wir rausgehen? Rausgehen? Erstmal gucken. Ein Spiegel. Ganz viel Parfum. Das sieht aus wie... Dieses silberne Ding da auf der rechten Seite. Das sieht aus wie so ein Butterbehältnis. Was da wohl drin ist? Was haben wir hier? Noch so ein... Was war das? Hier so ein Koch... Wasserkochding. Kikeriki. So, hier haben wir auf jeden Fall viel Pflänzchen und so. Bordell, jetzt ist es mir eingefallen. Meine Fresse. So, hier müssen wir, glaube ich, runter, oder was? Ah, ne, da hoch. Okay. Kikeriki. So, ein bisschen Kletter-Action wieder. Hier sind Eindringlinge. An die Waffen und los. Lafayette. Patsch, 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 patsch.
Wie gesagt, sehr schlauchig, aber ich finde das okay. Das war ein Stich ins Wespennest. Halten Sie Ausschau, Marquis. Ich muss einen Weg hier durchfinden. Ich bemühe mich. Tut mir leid wegen den Autos. Ich meine, hier wäre auch noch irgendwo was gewesen. Das. So ein Musikding. Söhne und Töchter Britanniens. Söhne und Töchter Britanniens. Seid voller Freude. Denn für uns beginnt eine neue Ära des Wohlstands. Heute führt unser Empire den Vormarsch des Fortschritts an. Die Armee und die Ritter unserer Majestät wachen aufmerksam über unser Vaterland und kontrollieren die Bedrohung durch die Halbblüter. Die Vereintes Indien Kompanie hisst unseren geliebten Union Jack auf der ganzen Welt, während ihr mit euren Kindern den Segen eurer täglichen Arbeit genießt, produzieren unsere Fabriken Güter, die England stolz machen. Mit jedem neuen Morgen strahlt die Sonne auf eine glorreichere Zukunft unseres Empires als jemals zuvor. Eine Zukunft, von der ihr ein Teil sein könnt. Jeden Tag ergreifen normale Bürger ihre Chance auf ein Morgen voller Reichtum und Wohlstand. Ihr könnt die Nächsten sein. Also frage ich euch, Kinder Britanniens, leistet ihr euren Teil? Zum Wohle Englands bringt dem Empire Ehre! Yo, das war sehr lang. Und da mir die Autos jetzt extrem auf den Sack gehen, mache ich einfach ein Fenster zu. So. Ich sage, weiter geht's. Da haben wir hier eine Säge. Und also ein Kram. Auf jeden Fall benutzen wir jetzt hier dieses Ding. So. Und ich glaube, wir müssen da jetzt wieder... Oder hier durch die Tür? Nee, ich glaube, wir müssen zurückspringen, oder? Ja. Was ist hier drüben? Ah, hier war noch was. Genau. Ich war gerade überlegen, hä, warum gibt es jetzt zwei Wege? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Hier können wir nämlich eine kleine Schatztruhe, also was heißt Schatztruhe? Eine Truhe können wir hier knacken. Und da finden wir noch so eine Spieldose. Also die Anarchisten 10, 12, 86. Ich guck erstmal, wie schnell der gute Mann das vorliest oder spricht, und dann demnach entscheide ich dann, ob ich das anhöre oder nicht. Die Fürsprecher der Londoner Gruppen haben sich getroffen und berichten Folgendes. Die gestrigen Ereignisse in Mayfair haben erneut unseren Verdacht geweckt. Der Krieg ist vor unserer Haustür zurückgekehrt. Die Halbblüter haben zum ersten Mal seit Jahren ihre Gegenwart offengelegt und einen Grund geliefert, den Rittern zu erlauben, durch die Straßen zu patrouillieren. Der Orden hat sich in letzter Zeit viele Freiheiten herausgenommen, die wir mit Zurückhaltung betrachten. Wir müssen vorsichtig sein.
Eine solche Zuschaustellung des Einflusses einer mächtigen Organisation wie diese kann zu unerwünschten Resultaten führen, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Unglücklicherweise gibt es wenig, was Commissioner Doyle bei diesen Angelegenheiten tun kann. Die Berichte wurden aktualisiert und versiegelt. Wir werden die Ereignisse weiter beobachten, während sie sich entwickeln. Commissioner Doyle. ja. Wie komme ich denn jetzt hier? Ah, mit Kreis, okay. Ein bisschen weiter klettern. So, dann klettern wir ein bisschen schneller, du. Nicht so viel rumstöhnen. Und ab ins offene Fenster. Eine Heizung. Eine Kerze. Oh. Hi. Zweimal kurz für Bobbys, einmal lang für Ritter. Verdammter Ritter. Bist du sicher, dass es nicht andersrum ist? Du weißt schon. Zweimal kurz für Ritter, einmal lang für Bobbys. Ist das wichtig? Halt einfach nach beiden die Augen auf. Ich meine, wenn's Ritter sind, brauchen wir da nicht Hilfe? Natürlich sagen wir Bescheid, wenn wir da unten irgendwelche Schwarzwachen entdecken. Gilt das auch für Bobbys? Na, wenn es nur ein paar sind, dann schießen wir sie und fertig. Und wenn's mehr sind? Keine Ahnung, dann schießen wir auch. Halt einfach. Rebell erledigt! Sicher! Gut. Die Dächer sind vielleicht nicht die beste Wahl, Monsieur. Vielleicht haben Sie recht. Wir müssen einen anderen Weg zum Krankenhaus finden. Ach, echt? Wo müssen wir denn hier? Ja, nichts Besonderes. Oh. Ah, ne, ich möchte den Revolver oder was es ist, was ich da habe, möchte ich gerne behalten. Weil den fand ich schon. Oh! Den fand ich schon ganz geil. Irgendwelche komischen Zettel. Oh! Hier führt ein Weg hinaus. Was ist das denn? Das ist Munition. Was nehme ich? Nehme ich Itay oder? Ne, ich glaube, ich bleib dann bei der hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, aber ansonsten liegt hier, glaube ich, nichts rum. Dann ab nach draußen. Sieht ja sehr ekelhaft hier oben aus. Gesundheit. 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 Die haben alle Angst vor mir. Yay! Trop facile, hein? Ich kann kein Französisch, Mann. Wenn er Spanisch sprechen würde, dann krieg ich vielleicht noch ein bisschen auf die Reihe. Aber Französisch kann ich so gar nicht. Ich kann bis 10 zählen auf Französisch und das ist schon alles. Und Baguette und sowas. Ich spüre, dass wir nicht willkommen sind. Halten Sie die Augen offen. Und Boulangerie. Und hohe Sorgen. Ist, glaube ich, Bäckerei oder so, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Weiß ich nicht. Brot. Und Essen und Kartoffeln. Und was ist das denn? Matschepampe. Das sind Kartoffeln, sehe ich. Zwiebeln das, oder Knoblauch. Gurken, Tomaten. Suche einen Weg zum Krankenhaus, okay. Na gut. Ah, jetzt sind wir hier, wo wir eben gerade zugehört hatten.
Sehen Sie, Monsieur, diese Königin hat Gott nicht beschützt. Los!